heute zeigen wir das Spiel Kakalaloop. Richtig. Wir haben das hier schon aufgebaut. Das sind die beiden Loopings für die Kakerlake. Die ist hier. Die hat hier unten drunter auch eine kleine Batterie. Die muss man ab und zu mal austauschen. Weil ich habe die schon mal ganz leer gemacht. Genau. Dann haben wir die ausgetauscht und jetzt wetzt sie wieder ordentlich schnell. Dann haben wir da drüben die Käfer. Ich bin blau. Papa ist grün. Nee, Papa ist orange. Ich bin grün. Ja. Und es können aber 4 Leute mitspielen. Wir haben noch einmal hellgrün. Und es beginnt jetzt so, dass wir die Kakerlake anstellen und hier in eine Röhre laufen lassen. Wenn sie verschwunden ist, darf die jüngste Spielerin beginnen. Ja, und dann ist Mama beim Papa. Wir haben gerade festgestellt, die Käfer standen auf der falschen Seite, denn der Anfang ist hier, wo die kleine Maus ist. Und das Ende ist hier, wo die Efeuranken sind. Da müsst ihr hin mit euren Käfern. Ja, und der alle grün hat, hat gewonnen. Richtig. Und da muss man den kapitulieren. Das kann man dann machen. Ja, oder man macht den Tanz, den man möchte. Richtig. Und immer, wenn ich wackele, falle ich auf eine Seite. Das Besondere ist, dass der Würfel, den Hanna gerade auf den Boden geschmissen hat, nur 4... Mitspieler. Nur vier Würfelpunkte hat. Also der geht von 1, 2, 3 bis 4. Also nicht bis 6, wie ein normaler Würfel. Und wenn ihr auf so ein Türmchen kommt, ist sozusagen Klippo. Wir haben das früher Klippo genannt. Das heißt, man konnte nicht erwischt werden. Auch nicht von der kleinen Kakerlake hier. Ja, wir dürfen immer nur würfeln, solange die Kakerlake hier im Untergrund ist. Also unter dem Spiel. Das heißt, sobald sie hier auf das Spielfeld kommen, müssen alle ihre Hände stillhalten. Ja. Und dann wird sie versuchen, die kleinen Käfer hin und her zu schieben. Und wenn man hier ist und der einen auf den schiebt, dann muss man, und wenn er da bleibt, dann muss man wieder am Ende sein. Genau, wenn er euch auf so eine freie Fläche schiebt, dann müsst ihr wieder zum Anfang. Wenn er euch aber so auf einen halben Kreis schiebt, dann dürft ihr da stehen bleiben. Manchmal habt ihr Glück und er schiebt euch von da hinten nach hier vorne, dann habt ihr echt einen kürzeren Weg, aber manchmal schiebt ihr euch auch von da nach da. Dann habt ihr halt Pech gehabt. Das heißt, sobald er dann wieder im Untergrund verschwindet, ganz schnell weiter würfeln. Und jetzt fangen wir an. Also wir machen jetzt die kleine Kakerlake an und sie verschwindet in einem Rohr. Und jetzt würfel. Eine 4. Lauf los. 1, 2, 3, 4. Genau, jetzt bin ich. Ich habe nur 1. 3. Wenn 1, 2, 3. Genau, wenn einer im Weg steht, wir warten jetzt, weil die Kakerlake kommt schon. Wenn einer im Weg steht, den dürft ihr dann einfach überspringen. Nein. Und jetzt warten wir, bis sie wieder verschwindet und dann müssen wir uns einmal kurz sortieren. Zum Glück zieht er mich jetzt nicht mehr weiter. Das weißt du ja noch nicht. Manchmal dauert das ganz schön lange, bis sie endlich wieder verschwindet. Ich bin am Die schiebt an. Uns alle durcheinander da. Ja. Das ist aber Hau ab, du. Aua. Hey. Ach, fast. Fast. Ey, das gefällt mir gar nicht. Nein. Nein. Schieb mich wieder zurück auf den Feld. Sonst muss ich auch anfangen. Das ist nicht fair. Nein! Ich muss wieder zurück. Anna, würfeln! 2. Wetz los. 1, 2, 1. Ja, ich muss wieder neu raus. 3. Anna, 1, 2, 3. Genau, rüberhüpfen. 2. Würfel rüber. 1. Ich bin noch dran. Ach so. 2. 3. 1, 2, 3. Oh. Hanna ist jetzt auf Klippo. Ja, die hat Glück. Uns beide kann er hin und her schieben. Wenn man zwischen 2 Punkten stehen bleibt, dann darf man auf den besseren Punkt, der näher am Ziel ist. Wenn 2 Käfer sich einen Punkt teilen, bleiben auch beide da stehen. Ja, du hast Glück da oben. Wenn ich Warum steht sie eigentlich da hinten? Weiß ich nicht, warum sie da hingegangen ist. Anna, du musst doch in diese Richtung laufen. Warum bist du denn da lang gegangen? Aber dann laufe ich hier lang. Ja, das ist... Schnucki, du musst den kürzesten Weg nehmen. Fast.
Da habe ich jetzt gar nicht aufgepasst, dass du wieder zurückgelaufen bist. Ah, oh, Gott sei Dank. Hier, wieder. Anna. Wieso Gott sei Dank? Nein, warte. Stopp, Papa ist doch dran. Und wir beide müssen wieder auf anfangen. Papa ist dran. Ja, zwei. Eins, zwei. Jetzt bist du dran. Drei. Eins. Du siehst doch die Linien. Drei. Genau. Du musst auf die Linien achten. Was bin ich grün, ne? Ja. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei, vier. Oh! Sie kommt. Nee. Ich möchte nicht, dass sie mich auf den Anfang zieht. Hey, schieb mich doch nicht wieder zurück. Ja. Ich will doch vorwärts kommen. Ja. Hey, ja. Ah. Hey. Die hat das auf mich abgesehen. Papa wird einen vorgeschubst. Schieb mich weiter. Du hast Glück, du bist wieder auf dem... Oh, das war eng. Hey. Hey. Die ist ganz schön fies, ist die. Hey. Oh. Hanna muss zurück. Stehe ich auf dem Punkt noch ein bisschen? Ja, noch ein bisschen. Habe ich aber Glück gehabt. Papa auch. Man muss aber nicht warten, bis ein Käfer drüben ist. Du kannst alle drei gleichzeitig rausholen. Oh. Hey. Wo ist noch steht? Na ja. Ach, Hanna ist ja auf Klippo. Ja, der kann das egal sein. Kein Wunder, dass du so ruhig bleibst. Ich riech an deinem Po. Riecht nicht gut. Komm doch nicht so nah mit deinem Po, du alter Käfer, du. Du Mistkäfer. Ja, du stehst da oben in das frische Luft. Hau ab, du! Nein! Bist du nicht mehr auf dem Strich? Nein! Wir sind alle draußen! Okay, das Spiel scheint etwas länger zu gehen. Ja. Gestern waren wir schneller damit durch, zu zweit. Ja. Aber der ist auch ganz gemein heute. Und wie? Der hat wohl schlecht gefrühstückt. Ja. Oh, Hanna, vielleicht schiebt er dich noch auf den Punkt. Zu wenig Käfer gegessen. Ja. Schieb mich weiter. Auf Krawall gebürstet heute. Schieb mich weiter. Ihr habt ja wenigstens beide schon einen drin, ich nicht. Schieb mich weiter. Guck mal, mich schiebt er immer wieder raus. Schieb mich weiter. Wenn du kannst du mich wieder rausziehen. Kannst du mich wieder rausziehen? Meinst du, das hilft? Kannst du mich wieder rausziehen? Ja, weiter, weiter! Aber weiter in die richtige Richtung. Ja, weiter in die richtige Richtung. Oh! Mama hat es wieder draufgekickt, richtig. Ja, stehe ich wieder drauf? Ja. Ich nicht. Nee, wir beide nicht. Oh! Also ich finde, da könnte man fast noch zwei Loopings machen, damit er schneller verschwindet. Ja, hier noch eins und dann. Genau, weil teilweise wartet man einfach ein bisschen zu lange, bis er wieder abhaut. Oh, eins, zwei, drei, vier. Oh, Papa hat gewonnen. Hanna, aber los. Wir beide noch. Los, werfen ein. Hüpf auf Klippo. Auf Klippo. Auch nur eins, dann komme ich raus. Du bist. Du bist Hanna. Schnell, er kommt, glaube ich, schon wieder. Vier. Hier. Eins, zwei, drei. Zwei. Vier. Ich mach noch einmal schnell, Hanna. Damit du hier reinkommst. Zwei, los, hüpf hoch. Ja! Jetzt hast du nur noch einen. Ich hab noch nicht einen einzigen. Einen einzigen habe ich noch nicht im Ziel. Du wirst doch kein Mensch kriegen. Der hat's heute auf dich abgesehen. Ja, der mag mich gar nicht. Aber wirklich, er tüdelt ein bisschen lange hier oben rum und kaum unten. Ja. Der muss weiter nach unten, in den Keller, wo er hingehört. Und nicht uns armen Käfer immer in der Gegend rumschubsen. Ja, wer ist dran? Ich glaube, du. Ja. Ah, ich, weil Hanna hier noch reingehüpft ist, ne? Nur du.
Stehe ich da auch noch auf dem Kreis? Ja, nein. Ne? Auch nicht? Nee, jetzt nicht mehr, ne? Jetzt! Ein! Hau ab, du. Hau ab, du. Hau ab. Oder schieb mich nach vorne. Hey. Ja, nach vorne. Zur Mülltonne. Hau ab. Ja! Ja, los! Okay, ich stehe da. Du bist! Na, du bist los! Schnell! Eins, lauf los! Zwei, du bist! Los! Zwei! Eins, zwei! Zwei, du bist! Vier! Eins, zwei, drei, vier! Hopp, du bist! Drei, hüpf hoch! Ja, Anna ist weiter! Gib mir fünf! Los ist es nicht schwer für Kleine! Nein! Das können schon kleine Kinder mitspielen. Ja. Und wenn ein... Das ist ab wie vielen Jahren ist denn das ab überhaupt? Ab 5. Ab 5? Guck mal, du bist noch nicht mal 5. Bis 99. Bis 99. Das heißt, mit eurem 100-jährigen Opa dürft ihr das nicht mehr spielen. Das ist gemein, ne? Ja. Hast du erklärt, dass man das auch umdrehen kann? Das wusste ich nicht. Nimm mal hoch, nimm mal die... Die kann man auch umdrehen? Ja. Ach, guck mal, da gibt's noch eine einfache Variante. Das wusste ich gar nicht. Wie wird die eingesetzt? Ich glaube, irgendwie auch, ne? Ja. Guck mal, jetzt muss draußen jemand anfangen zu sägen. Tut uns leid. So. Guck mal, es gibt tatsächlich eine einfache Variante. Die ist schneller, ne? Ja. Na egal. Hanna schafft das auch mit der schweren Variante, stimmt's? Kann ich jetzt noch die leichte machen? Das können wir jetzt noch machen, aber wir sagen vorher einmal tschüss. Verabschiede dich auch, Herr Kakerlak. Tschüss, bis zum nächsten Mal bei den Spielzeugtestern. Tschüss. Tschüss, ihr Käfer. Den Kollegen hier weg. Hanna schnappt sich schon mal ihr Würfel. Und du haust ab. Los, Hanna. Würfel. Zwei. Lauf los. Eins, zwei. Ich auch zwei. Ich drei. Du bist Schnucki. Vier. Ja. Nee, du musst es schon mitzählen. Eins, zwei, drei, vier auf Klippo. Eins, los auf zwei, Klippo. Drei, vier. Vier. Eins, zwei, Vier. Eins, zwei, drei, vier. Hanna. Eins. Nee, du bist blau. Über mich rüber. Zwei. Hopp. Zwei. Du bist. Und rot. Hoch. Ich auch hoch. Ah, ich auch hoch. Papa auch hoch. Ja, jetzt können wir sie im Prinzip, das ist Quatsch. Dann können wir sie auch reinsetzen. Weil wenn sie hier jetzt rumfährt und keiner ist da, Hanna, du bist, ne? Ja. Achtung. Würfel. Eins. Eins. Ich auch eins. Ich auch eins. Hanna wieder. Zwei. Eins, zwei. Auf Klippo. Vier. Eins, zwei, drei, vier. Vier. Sie kommt! Eins. Willst du noch einmal oder lieber warten? Sie kommt. Mir kann nichts passieren. Ja. Ja. Ich werde schon wieder hin und her geschossen. Ja, nicht nur du. Yippie. Yippie, yay. Schweinebacke. Yippie, yay. Yippie, yay. Yippie, yay. Was? Oh, los, Hanna. Okay. Zurück, deiner steht noch drauf. Oh, zurück, los. Oh. Du hast eine Eins. Lauf los. Eins. Gehst du mit meinem auch mal ein vorwärts? Zwei. Hey. Lauf los. Drei. Schnell. Eins, zwei. Nee, hier. Drei. Eins, zwei, drei. Dahin musst du. Mama hat eine Zwei. Da musst du hin. Zwei, drei. Genau. Vier. Ach nee, Hanna. Hanna, los, noch einmal würfeln, los. Zwei. Ah. Naja, nützt nichts. Bleib da stehen, wo du standst. Ja. Dann darfst du gleich nochmal würfeln. Ja. Zwei. Irgendwie mag mich die Kakerlake doch ein bisschen. Ja, mich jetzt nicht mehr. Mich sowieso nicht. Mich auch sowieso nicht. Oh, schnell, Anna, du bist! Los! Schnucki, yes! Ein. Dann. Wow, nur noch ein Würfel, Hanna, dann bist du im Ziel. Vier. Eins, zwei, drei, vier. Hanna braucht gar nicht mehr würfeln eigentlich. Ein. Juhu, du hast gewonnen! Los, weiter! Hopp! Ja!
Ich bin wieder Letzter. Mama ist wieder Letzter. Anna. Aber du hast gewonnen, Schnucki. Klasse. Und jetzt. Super. Jetzt sind sie ganz wild. Guck mal, jetzt seht ihr sie auch mal hier unten. Ich komme nicht mehr hoch. Ich komme nicht mehr hoch. Papa hat mein Looping weggenommen. Jetzt. Ja, was passiert denn, wenn er da rauskommt? Dann fällt er. Dann fällt er wieder nach unten. Ja, da saust da hin und her. Sieht auch mal lustig aus, ne? Ja. Immer um den Baum rum. Was macht er da? Wir kriegen gleich einen Brummkreisel. Ich glaube, der hat im Kreisel vergessen zu blinken. Wenn er sich da erstmal dann hat. Wird einem ja übel was zukommen. Ja. Schnell den Deckel drauf. Nicht zu gucken. Tschüss! Tschüss.